Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RedMC. Schön, dass ihr mal wieder am Start seid. Heute gibt es Princess Peach Showtime und wir sehen hier direkt auch schon einen Trailer. Unfassbar, das gibt mir richtig Galaxy 3 Vibes. Das Funkeltheater, hier werden Träume, Geheimnisse und Abenteuer lebendig. Genau das, und mal schauen, was es damit auf sich hat. Ich habe gar keine Ahnung, was das Spiel überhaupt ist, was hier vorkommt, und das werdet ihr auch in diesem Video erfahren. Wow. Okay, also wir sind hier in einem Theater angekommen. Die treuen Toadhelfer sind natürlich auch am Start. Prinzessin Peach hat hier die Hauptrolle. Sind wir direkt im Spielgeschehen? Oh mein Gott, wir sind endlich da, Prinzessin Peach. Krass, wir sind einfach im Spielgeschehen. Oh mein Gott, die Frames. Nein, Digi. Ziemlich abstoßen. Und schaut euch mal an, wie süß Peach hier läuft. Übrigens, ich nehme das hier gerade um 10 Uhr morgens auf. Es ist extrem lang her, als ich das letzte Mal eine Aufnahme hatte, um so früh. Funkelis, okay. Das sind unsere Stars, ihr gewisses etwas. Genau. Prinzessin Peach, ich habe unsere Karten. Krass, okay, wir haben jetzt eine Karte zu einer Theaterstückvorstellung bekommen. Und mal schauen, wie das Theaterstück aussehen wird, Leute. Ich weiß, ihr seid alle ziemlich gespannt. Oh mein Gott, ist das Bowser? Nee, oder? Aber so mäßig. Spiel, das Gameplay, nicht so geil von der Grafik. Für eine feste Vorstellung des der Extraklasse. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Brauchst jetzt auch nicht so hämisch zu lachen. Du möchtest wissen, was los ist? Ja, bitte, was ist passiert, Alter? Seltsame Gestalt mit Masken. Aha, das sind also unsere Kontrahenten. Ich heiße Stella. Ich bin eine Funkelfee, die über diese Theater wacht. Und du bist Peach. Was für ein toller Name. Süß. Oh mein Gott, irgendein Wesen ist hier einfach gespawnt. Oder jemand wurde verletzt. Ob die maskierten Gestalten dahinter stecken? Sehr wahrscheinlich. Okay, wir haben jetzt anscheinend irgendeine Funkelkraft durch Stella, war das? War das Stella? Wir haben eine Funkelkraft und können denen damit wieder ein bisschen Power geben, damit er lebt und aufsteht. Geil, wir haben eine schöne Schleife bekommen. Passt zu unserem Kleid. Und zu meinem T-Shirt. Nee. Okay, Leute, meint ihr, wir sollten B drücken? Ich glaube nicht. Oh mein Gott, wir haben... Das ist wirklich Galaxy, Alter. Vielleicht ist das auch einfach eine Anspielung. Und Stella ist auch einfach so eine Art Luma wie Mario Galaxy. Was denkt ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Das hat voll Parallelen, oder nicht? Okay, das sind jetzt die ersten Kämpfe. Also wir können Funkelkraft nutzen und dann laufen die einfach weg. Und dann kriegen wir eine Münze dadurch. Es ist zu wild. Ah, die laufen weg und verschwinden einfach. Okay, krass. Also wir töten die irgendwie nicht, sondern die sind weg. Aber Funkkraft ist schon cool, also es ist gerade ein geiler Vibe hier einfach so zu spielen. Baum können wir sogar auch Münzen erzeugen. Das hat irgendwie ganz geile Vibes, so Richtung Galaxy, Richtung Paper Mario. Ich bin echt mit null Erwartungen hier reingegangen. Aber jetzt gerade, wo sich das jetzt so entwickelt, Alter, so kennt man es so noch nicht. Ist halt simpel gehalten, aber süß. Und PJs Hauptrolle auch geil. Okay, dieser Scheinwerfer zeigt in den Hintergrund. Würde ich wohl sagen, müssen wir dann wohl dahin. Oder da wird sich etwas verbergen. Hurra, jetzt kommen wir weiter. Schön, Stella, danke für diese informative Auskunft. Nicht. Passt auf, Leute. Ich glaube, wir haben jetzt gerade ein Level geschafft. Wir kriegen jetzt nämlich einen Funkelkristall dafür. Oder man kriegt so einen Funkelkristall für einen Abschnitt, den man erfolgreich abgeschlossen hat. Es gibt mir auch so ein bisschen hier Yoshi-Yoshi-Vibes. Das ist irgendwie so gemischt. Wisst ihr, was ich meine? Elemente sind vorhanden und das ist irgendwie geil. Geil! Ein Donkerfan. Okay, wir haben rausgefunden, da kann man Leben verlieren, wenn man auf die Donnen springt. Ach krass, mit Hilfe der Funkelkraft haben wir dem jetzt einfach ein Schwert geben können. Kann man da durch? Safe, Junge, ich will da... Ah, der ist da, okay, das war dafür da, damit die da flüchten können, nicht für uns. Da sehen wir noch einen Funkelkristall da oben. Würde ich mal sagen, gehen wir auch zum Funkelkristall. Flex. Nein, 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 nein! Ein Glück kann ich wieder zurück, oh mein Gott. Dankeschön. Den Rechenweg wollte ich auch nochmal überprüfen. Da konnte man durch die Dornen durch. Wer kommt und ficht mit uns? Ist halt die Frage. Ist halt jetzt die Frage. Wo geht's denn überhaupt weiter jetzt? Kann ich hier rechts weiter oder soll ich links? Ich mach mal links. Von links nach rechts. Macht, glaube ich, Sinn? Ich glaube nicht. Die Bäume standen einmal in voller Blüte. Vielleicht ist es hier so ein kleiner Zwischenraum, wo wir alle Bäume einfach mal dem Leben geben sollen. Jetzt haben wir es geschafft. Was kriegen wir dafür? Oh mein Gott, wir kriegen eine weitere Schleife oder was? Also gut, dass ich nochmal links gegangen bin. Schön. Haben wir dem mal ein bisschen Power gegeben und jetzt haben können die die ganzen Dorn besiegen. Da können wir jetzt weitergehen. Das wäre eine unglaubliche Kraft. Ich bin doch immer froh, wenn ich irgendwem helfen kann. Wird es hier jetzt ein bisschen ernster? Die Atmosphäre wird ein bisschen düsterer hier. Oh man. Was passiert gerade? War das Theaterstück einfach vorbei jetzt? Ach, das war so ein Finalraum oder kriege ich eine Fähigkeit? Ich habe einfach ein weißes Kleid. Ich habe einfach ein weißes Kleid, Leute. Nein, 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 das ist eine... Oh mein Gott, wir nehmen eine andere Rolle ein. Wir sind jetzt Schwertkämpfer. Wie jemand von den drei Musketieren oder so. Genau. Fechterin Peach.
auch genannt. Ah, sick, das ganze Movement ist jetzt auch ein bisschen anders, wenn ihr mal guckt, wie Peach jetzt auch springt und so. Wir können jetzt selber die ganzen Dornen kaputt machen. Oh mein Gott, okay, yo. Das gibt mir gerade ein bisschen Kirby-Vibes. Also ich sehe so viele Parallelen hier. Kann ich doch... Ja, ich kann ihn auch endgültig besiegen. Einfach ein bisschen oft draufhauen. Oh, das macht gerade Bock, Alter. Es entwickelt sich in eine ziemlich, ziemlich gute Richtung, Mann. Also wie gesagt, Kirby-Vibes gibt mir das auch, wegen den ganzen Verwandlungen, ihr wisst schon. Oh mein Gott, sind das fette Dornen. Holy man. Holy man, einfach nur. Okay, das haben wir auch geschafft. Hier nochmal. Okay, das geht ziemlich flott hier, Leute. Guck mal, wir können natürlich auch schneller rennen als Fechterin Peach. Hier ist natürlich krasser drauf. Direkt nächster Raum. Oh mein Gott. Direkt eine Mutprobe hier. Nicht einen Schritt weiter. Es ist ziemlich süß. Oh mein Gott, habe ich jetzt gerade so einen Special Move gehabt? Bin ich irgendwie cool ausgewichen gerade? Alter, was für Moves Peach drauf hat. Wer hätte das denn gedacht? Ne, wird immer vom Bowser entführt. Warum kann die dann nicht einfach ihr Schwert zücken? Oder wie nennt sich das mit der Spitze? Haut mal rein in die Kommentare. Das hat eine genaue Bezeichnung, glaube ich. Dieses ganz spitze Schwert. Oh mein Gott, was sind das für Fähigkeiten? Warum hat sie sich da nicht vom Bowser befreien können, ha? Alter. Holy shit. Ohne Witz, es überzeugt gerade in ganzer Linie. Also jetzt durch diese Elemente, die dazugekommen sind. Bleib mal hier stehen. Was muss ich machen? Okay. Was bekomme ich hier? Alles klar, Digga. Ja, ich glaube, wir sind jetzt selber hier Teil der Theateraufführung geworden. Der König, was sollen wir nur tun? Oh mein Gott, jetzt ist da ein fettes Wesen. Oh mein Gott, also werden wir gegen den ankommen? Weiß ich nicht. Okay, da schickt erstmal seine kleinen Freunde. Alter, was sind das? Das sind krasse Moves, Mann. Holy shit. Dass Peach sowas drauf hat. Was ist eigentlich, wenn ich springe und dann B drücke? Ah ja, in der Luft kann man auch lackieren. Schön. Wow, Peach, Alter, Junge, was hast du denn drauf? Bist du eine Maschine hier, oder was? Ja, jetzt ist der Große dran, das war natürlich klar. Der mit seinem fetten Hammer. Yo, okay, das ist eine Art kleiner Bosskampf. Ja, okay, das war schon klar, dass ich springen kann. Ah, wow, yo! Diki! Was war denn das für ein Sprung? Alter, Peach ist ja in ihrem Element drin. Holy moly, Alter, dass die auch gegen solche Gegner ankommen. Das gibt mir gerade Mario Odyssey Vibes. Ey, irgendwie, ich sehe so viele Parallelen hier, ne? Oh, yo, ich habe nur noch ein Herz, ich habe nur noch ein Herz, ich habe nur noch ein Herz. Ich muss irgendwie überleben. So viel dazu. Das Theaterstück ist in einer Krise geendet. Ah, Leute, guck mal, was ich rausgefunden habe. Man kann auch so eine Schwertattacke nach oben machen. Geil, und hier ist eine fette Münze. Okay, schön, den Weg haben wir frei. Aber ich wollte nochmal nach hier oben gehen, weil da ist ein Funkelkristall. Den nehme ich auch gerne mit. Schön. Wow, Alter, wie schnell ging das denn, dass wir jetzt schon beim vorletzten waren? Hab ich irgendwas verpasst? Schön, ey. Okay, wir sind jetzt beim Schloss mit den ganzen Dornen. Ist das Finale hier oder was geht hier jetzt ab? Was bist du? Bist du so eine Piranha-Pflanze? Aber halt auf Crack aus. Crack. Tschüss, okay, das ist wie so eine Art kleiner Bosskampf hier. Weißt du, einfach... Yo! Okay, ich musste einfach ausweichen, glaube ich. Oh, im richtigen Moment ausweichen? Aha. Und jetzt habe ich Zeit, das Viech zu attackieren. Schön. Okay. Okay, so krass Timing war es jetzt nun auch nicht, weil ihr habt gesehen, diese Schockwelle, die war richtig weit entfernt. Aber ich bin da schon gesprungen und wir haben's! Perfekt! Und konnte halt, das Viech attackieren. Boah, wäre das Spiel, hätte das Spiel jetzt noch eine 60er Framerate zumindest, ne? Alter, wäre das geil, Mann. Wäre das geil. Okay, meine lieben Freunde, ich sehe gerade, hier gibt es noch ein zweites Level, das wir machen können. Wenn ihr den Daumen nach oben Button sprengt, abonniert und die Glocke aktiviert, können wir drüber nachdenken, ob wir dann einen weiteren Part von Prinzessin Peach Showtime machen. Teilt das Video sehr, sehr gerne. Dankeschön an die Member. Klickt hier auf dieses Video, es ist wunderschön. Ich würde es mir nie in meinem Leben verzeihen, wenn ich mir das nicht ansehen würde. Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein und auf Wiedersehen.